So, das ist ein tolles Schild. Dann haben wir hier ein paar dumme Kappen, die wir nicht brauchen. Aber wir haben auf jeden Fall einen Helm. Quatsch, ein Schild für unsere Männer. Wer hat denn noch kein Schild? Jeremus kann keins anlegen. Borka hat noch kein Schild. Trotzdem reden wir erstmal mit Lezalit. Was hast du für ein Schild? Resistenz 4. Dann kriegst du jetzt mal das. Dann kriegst du auch noch einen etwas besseren Helm. Okay. Ein Pferd kannst du behalten, aber du musst jetzt mal aufsteigen. Der ist ganz glücklich, merke ich gerade. Okay, wie gesagt, die Sachen bringen nicht so viel. Agilität bringt noch ein bisschen was. Deshalb hauen wir das jetzt einmal hoch, weil das dann auf der durch 3 Grenze ist. Und dann brauchen wir Iron Flash erstmal und danach machen wir Stärke wieder hoch. Dann Einhandwaffen finde ich sehr gut. Die kannst du mal erhöhen. Und das wäre auch schon alles fürs Erste. Danke, Lezalit. Dann reden wir mit Alayen. Du hast einen 32er Helm. Du kriegst den hier, der hat 36. Und ein Schild mit 4. Du kriegst das, das hat 6. So, die anderen haben 4. Die können wir dann gleich weitergeben. Okay, tschüss. Dann haben wir hier Jeremus. Der hat einen 24er Helm. Der kriegt auch einen 36er hier. Er kann kein Schild anlegen, soweit ich weiß. Das wäre, glaube ich, Verschwendung, weil er ja immer eine Zweihandwaffe trägt, wenn ich mich nicht irre. Der ist gar nicht ganz so glücklich, der ist nur enthusiastisch. Der ist ein bisschen wütend wahrscheinlich, weil er vorhin Streit hatte mit einem meiner Männer. So, dann kriegst du das hier. Das sieht gut aus. Und danach, ja. Dann haben wir hier noch Borka. Borka hat einen dummen Helm. Und er kriegt jetzt noch ein dummes Schild. Und einen besseren Helm. Etwas besser zumindest. So, sieht auch gut aus. Du hast auch eine scheiß Rüstung, merke ich gerade. Kriegst jetzt das hässliche Ding. Das braucht zwar kein Mensch, aber was hat der eigentlich an? 20, okay. Und was hat Jeremus an? Das ist ganz super. Das ist eine sehr gute Rüstung, muss ich sagen. 27 insgesamt. Ja, sieht auch alles ganz gut aus hier. Auch noch alle ganz gute Rüstungen. Das Nobleman-Outfit ist auch spitze. Hast du dich gut entschieden, mein Freund. Gut, dann, ja. Dann können wir selber noch aufsteigen, wie gesagt. Was wollte ich erhöhen? Charisma noch eins, dann kann ich Leadership hochmachen und dann kann ich noch mal eine ganze Menge mehr Leute nehmen, die ich demnächst alle mitnehmen werde. Dann erhöhen wir Einhandwaffen und Bogen. Bogen ist immer noch nicht so hoch, das sollte ich wirklich demnächst mal erhöhen. Und dann werde ich hier kurz ein bisschen im Kreis laufen oder kurz mal Camp machen. Wait here for some time. So, jetzt kämpfen alle und dann erzählt der mir jetzt seine Geschichte. Das ist sehr spannend. So, ich werde das Camp abbrechen und will da mithelfen. Da gibt es eine Riesenschlacht. Eine verdammt riesige Schlacht gegen die Nords. Dann haben wir hier noch gleich einen zweiten Kampf dabei. 72 gegen 71. Das müssen wir gewinnen. Das ist ein sehr, sehr knapper Kampf. Da sollten wir uns wirklich anstrengen, dass wir das gewinnen können. Und deshalb, wow, sieht das cool aus. Deshalb geht ihr jetzt voll die Party ab. Yay, okay. Wir haben noch nicht mal annähernd alle Männer da, würde ich sagen. Das sind keine 70 Leute. Aber die haben auch nicht alle Männer da. Wir haben auch ungefähr gleich viel hier. Also hoffen wir einfach mal, dass wir die besiegen können. Irgendwas ist. Was macht ihr denn alle? Hä? Warum reiten die denn alle zurück? Okay, wir haben noch unsere eigenen Männer dabei. Wir können ihnen übrigens auch Befehle geben. Everyone hear me. Everyone hold this position. Ach du Scheiße, was hat der? Oh, ich hab dir voll ins Gesicht geschossen. Everyone follow me. So, und jetzt gibt's Krieg. Die sind ja alle. Okay, der Typ nicht. Der Typ ist der Lord. Der sieht auch echt heftig aus. So, jetzt reiten wir die alle nieder. Reitet sie nieder. Diese Pfeifen, die sind alle zu Fuß. Die haben überhaupt keine. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, nein, Rückzug. Ei, 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 Rückzug. Oh Gott, okay. Alles gut, alles gut. Ach du Scheiße, sind das. Ach du Kacke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lord Turugo hat einen meiner Männer gekillt. Du blöder Arsch. Nein, das kannst du doch nicht machen. Okay, ich muss hier weg, ey. Ich habe kein Leben. Eieiei. Okay, jetzt habe ich noch weniger als kein Leben. Jetzt bin ich so gut wie tot. Der ist. Ach du Scheiße. Das ist einer meiner Männer, der wurde im Schnee vergraben. Das ist nicht gut. So. Sterbt. Da ist der Lord. Eieiei. Vorsicht. Deckung. Wenn ich einen Schlag abkriege, bin ich down. Okay, Glück gehabt. Ich habe irgendwas abgeblockt. So. So, den haben wir irgendwie erwischt. Der Typ da denkt, der kann hier Bogen schießen, während ich unterwegs bin. Da hat er Pech gehabt. So, du bist auch tot oder so, keine Ahnung. Was ist denn hier los? Wo ist der verdammte Lord? Da ist der verdammte Lord. Den machen wir kalt. Stirb, Lord. Okay, stirb nicht. Den kriegen wir nicht. Ihr reitet den mal hinterher und schnappt ihn euch. Also, alle folgen mir jetzt. Ich würde sagen, charge! Das ist immer gut. Everyone, charge! Ah. Weg, 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 lass mich vorbei. Ich darf keinen Treffer abkriegen, sonst war's das für mich fürs Erste. Sonst könnt ihr nämlich hier alle alleine kämpfen, ohne mich.
Oh, das war knapp. Der wollte mich gerade schlagen. Okay, jetzt laggt es auch noch. So, alles gut. Ah, das liegt daran, dass wir Verstärkungen bekommen haben. Diesmal haben wir also zuerst mehr Männer verloren. Also, das ist nicht so toll. Aber wir sind ja hier. Wir können ja wenigstens mal die verfluchten Bogenschützen abschlachten. Ich finde es gut, Fuß gegen Fußsoldaten zu kämpfen. Ist viel einfacher als gegen Reiter. Weil bei Reitern dauert es so ewig, weil die dauernd im Kreis reiten. Und man sie nicht kriegt. Und Fußsoldaten, die werden einfach über den Haufen gerannt, wie man hier sieht. Ich habe sie jetzt alle auf Charge gestellt. Die waren vorher noch auf Full Disposition oder so. Oder Follow Me. Aber das hat jetzt ganz gut funktioniert. Da haben wir wieder einen gekillt. Der Typ weiß nicht, was er tun soll. Und das war sein letzter Fehler. So, das sieht auch gut aus. Das funktioniert auch spitze. Fußsoldaten niederreiten, das macht wirklich Spaß. Da bin ich sehr froh, dass wir hier gegen die Nords kämpfen. Die Nords sind offensichtlich alle Fußsoldaten. Was natürlich sehr unpraktisch ist für sie. Deshalb will ich auch mich niemals den Nords anschließen. Aber das ist jetzt, glaube ich, eh schon ziemlich zu spät, denn wir sind gerade im Krieg mit denen. So, den haben wir auch erledigt. Ah, der ist schon tot, okay. Das läuft doch ganz gut hier. Ich würde behaupten, das läuft gut. Und ich frage mich wirklich, warum die am Anfang alle kehrt gemacht haben. Wahrscheinlich, weil sie erstmal einen Pfeilhagel schießen wollten und ich habe diese strategische Überlegenheit nicht erkannt und bin einfach vorausgeritten. So, da kommt der, ihr Penner. Den haben wir ein bisschen erledigt. Oh, du Scheiße. Oh, du Scheiße. Okay, nein, nein, nein. Stehen bleiben ist nie gut. Geh weg. Geh weg. Einfach Kopf abgeschlagen. Okay, na gut, mehr oder weniger. So, wo reiten wir jetzt hin? Irgendwo hin. Okay, das sieht gut aus. So, was haben wir hier? Sind es eigentlich schon alle Männer? Die sterben voll schnell, weil sie zu Fuß sind. Das ist natürlich sehr unpraktisch für sie. Donk. Okay, das war nur ein Donk. Ja, okay. Das hat nicht so toll funktioniert. Du wurdest über den Haufen geritten, ne? Das tut mir aber leid für dich. Stirb. Ach du Scheiße, stirb halt nicht. Wo ist eigentlich der Lord von denen? Der sieht schon ziemlich badass aus mit diesem Helm. Das muss man schon zugeben. So, den haben wir mal erwischt. Den haben wir getötet. Wenn wir auch nur einen Pfeil oder so abkriegen, dann liegen wir erstmal. Also ich muss da echt aufpassen. Ach du Scheiße. Gerade sage ich's, dann falle ich schon vom Pferd. Jetzt liege ich da in der Gegend rum. So, wir haben einen Colgate Horseman verloren. Und das war's auch schon. Unsere Gegner haben einen Nordveteran Archer verloren. Oh, okay. Wir haben mehr verloren als das. Wir haben drei Colgate Skirmisher, einen Tribesman und einen Horseman verloren. Selber bin ich verwundet. Meine 37 Mann gegen ihre 19 Mann, die können jetzt mal kämpfen. Okay, meine haben noch nichts verloren. Greift weiter an. Jetzt habe ich einen Colgate Skirmisher verloren, jetzt habe ich noch einen verloren, jetzt habe ich einen Colgate Lancer verloren, na super. Aber egal, wenigstens ist das vorangestiegen. My name is Lord Azugan, your name is Lord Maro. Also okay, Lord Maro, ich bin in deiner Schuld. Lord Turigor ist entkommen, das ist natürlich toll. Der Badass Lord, den wir gesehen haben, der ist abgehauen. Ich weiß nicht, wir brauchen hier nichts gefangen nehmen. Dann haben wir hier wieder jede Menge Ausrüstung. Oh, wir haben sogar richtig gute Ausrüstung, wenn ich das mal sagen darf. Oh, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Okay, das ist aber der billigste Scheiß hier. Den braucht eh kein Mensch. Eine Zweihand-Axt, die keiner braucht. Eine super geile Rüstung. Das hat sich gelohnt, hier mitzuhelfen. Da freue ich mich, dass ich da mitgeholfen habe. Hier haben wir auch noch super geile Schuhe. Das ist auch toll. Ansonsten würde ich behaupten, den Rest können wir so lassen. Wir müssen auch unseren Männern gerade nichts geben. Außer vielleicht... Oh, wow, was ist das? 26, 18, das... Bringt mir mehr im Swing und Swing ist mir auch lieber, muss ich sagen. Deshalb nehme ich mal das, weil das bringt mir genau gleich viel insgesamt, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Aber es ist eher auf Swing gelegt als auf Pierce und Pierce macht ja nun wirklich niemand, würde ich mal behaupten. Hier gibt es auch noch eine Einhandkriegsaxt, die kann aber gar nicht piercen. Das ist manchmal natürlich auch nicht so toll. So, und hier haben wir noch 22er Schilde, Helme. Dann lassen wir das jetzt so. Wir können weitere Soldaten upgraden und wir müssen jetzt erstmal neue Männer holen, weil wir haben nicht mehr so viele. Einige Skirmisher sind aufgestiegen. Alle Tribesmen sind jetzt mindestens Skirmisher. Und dann wollte ich hier, wie gesagt, noch diesen Borka eventuell noch eine... Ah, nee, der hat ein ganz gutes Schild. Kann das behalten, das hier hat nämlich nur zwei. Ein Helm hat er auch einen besseren, okay. Dann sieht das doch ganz gut aus. Den restlichen Scheiß hier kann man verkaufen. Vielleicht können wir noch irgendwann ein paar Bauern helfen. Jetzt gerade habe ich aber dafür gar keine Zeit, fällt mir gerade ein. So, wir gehen also weiter, wir ziehen weiter. Reden noch mit den Leuten. Nein, ich will nicht unbedingt dein Schuldeneintreiber sein, Lord Azugan. Das gefällt mir nicht so. Das ist immer noch da. Das ist Lord Tirida. Der hat dasselbe Problem, das wollen wir ebenfalls nicht. Könnt ihr mal irgendwie aufpassen mit eurem dummen Geld. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel, Persuasion und deshalb geht das noch nicht so gut. So, ich bin jetzt unterwegs. Wir haben ja mit allen geredet, außer mit Lord Urumuda und Nasugai. Dafür haben wir jetzt aber auch keine Zeit. Wir können ja nicht mit jedem reden, ne? Ich muss jetzt erstmal nach Ichamu zurück und meinen Scheiß verkaufen und eventuell ein paar neue Leute holen. Und dann ziehen wir mal in Richtung da hinten, Rodox, und kämpfen gegen die.
Das wird ein Spaß, vor allem wenn ich allein gegen die kämpfen muss. Bisher gingen die Kämpfe ja, weil wir Verbündete hatten, aber jetzt haben wir kaum mehr Männer. Wir haben noch 31 Leute. Davon sind sogar 9 verletzt. Und ja, es könnte ein bisschen schwierig werden, gegen eine ganze Armee von Feinden anzutreten. Also, ja, hoffen wir einfach mal, dass wir nur gegen kleine Armeen antreten müssen. Was haben wir? Oder dass irgendwie zufällig noch ein paar Kirk-Canates dabei sind. Was haben wir denn hier? Ist das ein Mercenary Horseman? Nein, das ist ein Hired Blade. Wir brauchen kein Hired Blade. Wir gehen hier in zum Marketplace und verkaufen erstmal unseren ganzen Scheiß und dafür kriegen wir bestimmt eine Menge Kohle. Das muss man einfach mal dazu sagen. Und wir haben jetzt endlich eine geile Rüstung, muss ich auch noch sagen. Eine richtig geile Rüstung. Und wir haben wieder fast 500 Denare bekommen hier. Auch sehr geil. Was kann man denn überhaupt noch? Habe ich vielleicht. Die haben irgendwie. Das ist ein Tempered Heavy Buster dort. Das ist ja mal krank, aber das ist ganze 6000 Dinare wert. Aber das ist verdammt stark. 41C, 32P. Das ist so ziemlich das stärkste Schwert, das ich in diesem Spiel wahrscheinlich finden werde. Früher oder später kaufe ich mir das, wenn das irgendwann noch irgendwo zu verkaufen ist. Aber 6500 kann ich mir gerade nicht leisten. Das ist ein normales Bastardschwert, das ist nur 500 Dinare wert. Aber auch verdammt stark. 37C, 36P. Ich denke, das hole ich mir erstmal, weil bis ich mir sowas Teures leisten kann, das kann noch eine Weile dauern. Hat vielleicht auch noch ein besseres Schild? Meins macht Resistance 10, das macht Resistance 9. Ist aber viel größer. Ja, ist okay, aber ich werde es mal nicht nehmen. Dann nehmen wir mal das Vastar-Schwert, würde ich behaupten. Das gefällt mir ganz gut. Das kostet mich 510 Dinare, wenn ich das hier wieder verkaufe. Das ist okay. Ich würde sagen, für 500 Dinare kann ich mir so ein richtig geiles Schwert mal kaufen. Zur Abwechslung. Jetzt hier irgendwo noch super coole Pfeile oder so. Keine Ahnung. 18P macht mein Bogen. Das ist natürlich nicht so viel. Vielleicht, wenn wir irgendwann einen Power Draw hochhauen, kann man vielleicht einen besseren Bogen machen. Aber egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein geiles Bastardschwert gekauft. Ich gehe mal in die. Quatsch. Ich gehe mal in die Arena und frag mal. Ey, mach die Tür auf! Okay, irgendwie geht die Tür nicht auf. Die Tür zur Arena geht nicht auf. Es hat auch keine Lords gerade hier, fällt mir gerade auf. Also brauche ich da gar nicht gucken. Das hatte ich nämlich als nächstes vor. Dann gehen wir jetzt nach Tash Kulun. Moment, 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 Moment. Wo muss ich für das hin? Lord Karaban. Distar Castle. Wo zum Teufel ist Distar Castle? Bin ich da nicht? Ne, das ist Sungedge Castle. Wo ist Distar Castle? Ist der überhaupt noch da? Frage ich mich natürlich auch. Das hier ist Azugan Castle, wird angegriffen. Das ist natürlich nicht so toll. Ich könnte einfach mal den fragen, ob der überhaupt noch in Distar Castle ist. Hier ist gerade Lord Urumuda unterwegs. Wen suchen wir? Lord Karaban. Dann fragen wir Lord Urumuda, ob Lord Karaban irgendwo ist. Könntest du mir helfen, Lord Urumuda? Wo ist Lord Hä? Ah, jetzt. Lord, wen suche ich? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Karaban. Die Star Castle immer noch. Okay, er ist die Star Castle. Dann muss ich das erstmal finden. Toolbook Castle. Vielleicht irgendwo ganz da hinten. Das könnte sein. Hier hinten ist nur Sungedge Castle und da hinten ist nur Azugan Castle. Ansonsten gibt es da hinten nichts mehr. Also ist das schon mal die richtige Richtung. Das hier ist Uhun Castle. Bei Halma hinten ist Tulbuk Castle, da müssen wir auch nicht hin. Das hier ist Malayor Castle. Dann gehen wir einfach mal in die Richtung, das wird schon irgendwie stimmen. Hier können wir vielleicht auch noch ein paar Dings kaufen, ein paar Freiwillige anwerben. Die Deserteure fliehen gleich wieder, sobald sie uns sehen. So, wie viele Freiwillige? 4 Stück, das nehmen wir doch gerne mit. Wie viel haben wir denn noch an Essen und so? Ein paar Äpfel, ein bisschen Brot, Fleisch, Butter. Ja, das sieht eigentlich noch okay aus. Ich denke, das reicht noch eine Weile. Wie ist überhaupt. Ah, die Moral ist wieder exzellent. Das ist sehr schön. Das ist Unnutz Duck Castle, da muss ich auch nicht hin. Aber ich gehe da mal hin, weil. Nee, das ist nicht der kürzeste Weg. Ich will nicht unbedingt hier an den Swadias vorbei. Man weiß ja nie, was da auf einen wartet. Ich gehe einfach mal nach Halmar. Die da reisen nach Tulbuk Castle. Ja, ich bin mir sicher, dass das hier hinten ist. Das, da müsste es doch sein, oder? Ja, das ist die Star Castle. Da will ich als nächstes hin. Die dämlichen Steppebanditen rennen alle davon. Also jeder ignoriert die einfach. Jedem ist eigentlich scheißegal, dass hier so dämliche Banditen dagegen drum rennen. Was bist du auch wieder, Hired Blade? Okay, was ist mit der Arena? Die ist jetzt mal offen. Was kannst du mir erzählen? Wo ist immer noch Sargot, Veluto und Rivercheck? Da will ich jetzt mal in der nächsten Zeit hin. Ich werde mich zwar reinschleichen müssen, aber ich werde da trotzdem kämpfen können, glaube ich. Ist Tulburg immer noch lootet? Ja, schade. Okay, dann gehen wir jetzt nach Adakulun, da können wir weitere Verstärkungen einsammeln. Wir brauchen ja noch einiges an Männern, wir können noch 13 Mann aufnehmen, aber es hat ja einfach nicht mehr so viele Dörfer, wo man Freiwillige aufnehmen kann.
Sehr leider. Okay, ja, das ist sehr schade, aber was werden wir machen? Dann nehmen wir einfach mal hier ein paar Freiwillige aus Adakulon mit. Und dann reisen wir nach. Moment mal, ich habe die Quest ja irgendwann mal noch abgeben können. Die hier. Lord Belia. Ach, Lord Belia ist in Nara. Da kommen wir gleich hin. So, haben wir Volunteers? 3 Stück. Das ist schön. Wenigstens ein paar. Dann gehen wir jetzt kurz nach Nara. Da müsste eigentlich noch Lord Belia rumsitzen. Da ist es Lord Hugo. Haben wir mit dem schon geredet? Okay, da reitet er halt davon. Ich weiß nicht, was der gerade macht. Der spackt irgendwie ab. So, Lord Belia, bist du da in Nara? Das würde mir sehr gefallen, wenn du da wärst. Ja, Lord Belia ist da. Dann gehen wir gleich mal zum Castle und geben die Quest ab. Lord Belia, ich habe eine Quest zum Abgeben. Ich habe die Reports. Und ich bin schon wieder. Nee, Artimanner ist schon wieder aufgestiegen. Mein Relation ist besser geworden. Der hat schon wieder Geld verliehen, der Depp. Also mach's selber. Ja, Persuasion werde ich mal als nächstes, glaube ich, hochhauen, damit ich die ganzen Aufgaben mal erledigen kann. Was ist mit der Frau hier? Ja, da ist die Frau. Hat die eine Aufgabe? Nein! Ach Mann, ich will endlich mal so eine Aufgabe. Ich habe schon mal eine gehabt und ich fand die cool. Da musste ich nämlich einen Lord verprügeln. Das war sehr lustig. So, dann gehen wir nach Bulugur und Distar Castle und dann müssen wir dann noch diesen Lord Dingstar holen. Und dann können wir uns erstmal ein bisschen durch die Wodogs prügeln. Vielleicht haben wir Glück und finden ein paar Opfer, die wir zerlegen können. Prosperity of Verjek has changed. So. Nein, da hat es gerade. Hey, ihr Penner! Was soll das? Halt die Backen, du Penner! Ich habe ein super geiles Schwert, das muss ich auch ehrlich mal sagen. Okay, was willst du von mir? Ich schneide dir die Kehle durch. So, erledigt. Und du bleibst mal gefälligst stehen hier. Okay, oder auch nicht. So, stirb. Yay, yeah, Level Up! Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich bin eigentlich aus Versehen in das Dorf gekommen. So, sehr schön. 100 Dinare dafür bekommen. Ich wollte eigentlich gar nicht ins Dorf. Ich wollte eigentlich direkt Freiwillige holen, aber es hat keine. So, wir sind aufgestiegen schon wieder. Und ich werde jetzt erstmal noch Artimänner aufsteigen lassen. Artimänner, was kannst du? Wow. Also erstmal ein bisschen... Okay, wir machen Charisma, damit es auch durch 3 geht. Und dann machen wir Power Strike mal hoch. Weil Power Strike ist immer gut. Und dann Einhandwaffen. Weil der trägt ja Einhandwaffen. So. Gut, das wär's. Danke, Artimänner. Und dann schauen wir mal bei mir nach, was ich noch bei mir wieder erhöhen kann. Iron Flash und Power Strike ist auf Maximum. Die sind gerade alle durch 3 teilbar. Ich sollte... Was brauche ich denn ganz dringend? Power Draw wollte ich mal langsam erhöhen. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Looting ist ganz nützlich. Ansonsten ist ja alles ziemlich weit oben. Zumindest alles, was ich brauche. Also Persuasion. Prisoner Management sollte ich noch erhöhen, weil ich sonst zu wenig Leute mitnehmen kann. Und dann noch, was soll ich zuerst setzen? Stärke, Agilität, Intelligenz oder Charisma? Moment mal. Die kann ich im Moment nicht weiter erhöhen. Dafür brauche ich Agilität für das. Vielleicht sollte ich das erst erhöhen. Nur zur Sicherheit, dass das nicht irgendwann zu hoch ist. Also das erhöht ja das Maximum an den Sachen, die ich da haben kann und so. Da ist das natürlich ganz nützlich so. Ich sollte dann demnächst am besten erstmal... Ah komm, ich sollte jetzt erstmal Archery hochhauen, damit ich da ein bisschen besser werde. Und dann erhöhen wir, wie gesagt, Agilität und Persuasion. Machen wir Agilität auf 12, dann können wir mal wieder Weapon Master erhöhen und dann lassen wir das erstmal da, wo es ist. Und dann reiten wir kurz mal weiter und geben den Brief ab, den wir noch haben. So, ich würde gerne mit... Das ist der Falsche. Du hast keine Aufgaben, das ist schade. Wir reden mit Lord Caraban. Ach... Wir kennen uns noch gar nicht. Hallo, ich habe eine Nachricht. Hast du eine Aufgabe? Ah, oh, die hört auf, alle Geld zu verleihen. Das geht mir voll auf die Nerven. Nein, ich will hier nichts machen. So, okay, das wäre erstmal geklärt. Dann gehen wir jetzt nach Rodok, würde ich behaupten. Ich plündere einfach... Oh, da ist sogar was, da wird was belagert. Ich will da mal mithelfen. Ich würde sagen, ich speichere einfach 15 Mal. Ich plündere einfach diese ein paar Dörfer. Weil Rodogs sind Arschlöcher. Und vielleicht gibt es dann ja ein paar Rodogs, die denken, ey, der plündert unsere Dörfer, wir müssen ein paar Surgeons schicken, denn ich brauche 5 Rodog-Surgeons, hab dafür 3 Monate Zeit. Ich hoffe, so lange werde ich nicht brauchen. Das wäre ein bisschen doof. Ansonsten haben wir bis jetzt gerade keine Quest, außer eben noch das Trainieren. Aber das Trainieren können wir, wie gesagt, im Moment nicht erledigen, weil die Stadt gelootet ist. So, ich helfe da mal mit, weil das hier wird belagert. Allerdings sehe ich hier gerade nicht von wem und wo. Lord Ulusumai belagert damit. Belagert da. Hey, Ulusumai. Ach Gott, dammit. We meet again. Ich. Weißt du was? Warum nicht? Ich gehe einfach nochmal kurz zurück und gebe deinen Brief ab. Weil sind die 5 Meter, die kannst du ja auch selber laufen. Das ist nicht mal ein Vierteltagesritt oder so. Okay, vielleicht doch, aber vielleicht auch nicht. Und dann kannst du gleich wieder zurück und weiter fröhlich belagern. Guck mal, das sind ein paar Stunden.
6 Stunden oder so sind es, dann bist du schon wieder hier. Dann kannst du hier wieder sagen, ey, ich habe schon wieder einen Brief für dich. Tada! Also jetzt Aufgaben? Nee, er hat immer noch, er hat nur die dumme Geldleihaufgabe. So, und dann gehen wir wieder zurück und dann würde ich sagen, wir greifen einfach Yamiche Castle direkt an. Das ist jetzt morgens. Keine Ahnung, welchen Tag haben wir denn? Des 14. Tages, wir spielen jetzt schon 2 Spielwochen. Wir sind jetzt in der dritten Session, muss ich auch mal sagen. So, Yamiche Castle wird angegriffen. Von wem denn? Ja, wie willst du denn da nicht mal weitermachen? Du greifst überhaupt nicht an, du Arsch. Ja, tschüss. Okay, dann machen wir halt weiter und plündern erstmal. Was jetzt? Okay, er greift doch nicht an. Dann gehen wir jetzt nach Yamiche und unterhalten uns erstmal mit dem Village. Ach, kein Scheiß drauf. Ich glaube, wir greifen einfach direkt an. Ich könnte natürlich auch sehr nett sein und die nur dazu zwingen, mir Sachen geben und dann die Village nicht anzugreifen, aber hey. Warte mal. Aber hey, die Yamiche Castle wird angegriffen, also kann mir da niemand was tun. Ach komm, scheiß drauf, ich greife einfach an.